Okay, das kann eine Weile dauern, so wie der sich abschleppt. Also ist da noch so eine Sache, die ich mal einstellen sollte, dass die Workshops nur aus den Lagern nehmen. So, da hat er jetzt Charcoal. Jetzt bin ich mal gespannt. Azeittetrahydrid und Charcoal. Hat er jetzt Billion Bars gemacht? Interessant, was ist eine Billion Bar? Making Furniture und Building, also das ist wirklich ein Buildstone, okay. Ich brauche auf jeden Fall mehr Wheelbarrows. Und wenn ich so sehe, brauche ich mehr Kisten. Dieses Tetrahydrid. Dieses Chalk. Dieses Limestone. Ja. Oh, das ist schön. Viel Pigtail. Langsam mal. Und ein bisschen Caveweed. Also ja, ich werde das nächste Mal nicht mehr so riesige Farmplots machen. Ich werde sie nur noch halb so groß machen. Und wir haben Early Autumn, das heißt, es ist schon wieder ein Jahr rum, seitdem wir hier sind. Autumn has come. Ich habe ein Kind zur Welt gebracht. Juhu. Upsala. Das war die falsche Taste. Aber mit E komme ich irgendwie Stockwerke hoch. Wie komme ich Stockwerke runter? Egal.
Oh, ich habe eine Rock Salt Door und Sandstone Doors. Okay. Ja, jetzt wird es langsam kunterbunt. Aber irgendwie ist mir in diesem Playthrough, also in diesem Fort, die Farbe jetzt sowas von egal gerade. Alarm. Snatcher, protect the children. Sind das die einzigen, die gerade kommen? Gut, gegen ein paar Goblin-Snatcher können wir ja was machen. Ich habe auch so das Gefühl gerade, wenn ich ins Equipment gucke, dass wir keine Munition mehr haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben nur noch 8 Crossbows und 1, 6, 7, 8, 9 hier. Oh, was ist aus unserem Crossbow-Leader geworden? Oh ne, der ist da. So viel zu den Snatchern. Und er ist wieder depressiv. Ja, in der nächsten Folge mal meine Squads wieder auffüllen. Gut, wie sieht's mit Prepared Meals jetzt aus? Ja, jetzt haben wir genug Prepared Meal. Und wieder ein Kind. Squads Bildschirm können wir mal wieder schließen.
Na, ist es hier langsam vollgelaufen? Passt. Also ihr seht so, was das Problem mit Dampstone, also mit Aquifern ist. So, trinken haben wir auch wieder genug. So, dann fangen wir an, hier das Zeug zu dumpen. Wie sieht es eigentlich hier drüben aus? Der da will wohl nicht wirklich verrotten, weil er nicht... Was? Nasen? Interessant. Ich kapiere trotzdem nicht, warum hier nichts geputzt wird. Ich kann keinem eine Putzaufgabe oder so vergeben. Oder weil ich dem Janitor das exklusiv gegeben habe. Ah ja, Tatsache, ich hab's aus Versehen exklusiv gemacht. So, als nächstes wird das hier gedumpt. Das hier. Ganz ehrlich, ich glaube, den da, den delete ich einfach mal wieder. Ja, guckt euch das an. Jetzt wird das Ganze. Den ganzen Schmarrn weggemacht. Aber richtig schön sauber. Ich glaube sogar, der Matt da wurde entfernt. Oh, Large Roach. Haben wir jetzt
Pickup Equipment, okay. Was hat er gerade aufgesammelt? Egal. Naja, der Janitor alleine ist einfach damit nicht hinterhergekommen im Saubermachen und er ist eh tot. Dass wir jetzt wieder Leute haben, die sauber machen, ist gut. Jetzt ist auch der Tempel wieder sauber und hier oben ist es etwas sauberer alles. Ja gut, hier sieht alles jetzt langsam sauber aus. Also wir haben wieder große Lagerräume, die wir für was benutzen können. Das heißt, wir werden hier jetzt in der nächsten Aufnahmesession am Anfang erstmal die gesamte Lagerstruktur etwas umorganisieren in allen 8 Lagern. Klopf zum Beispiel verschieben wir nach da drüben. Hier ein extra Barrel Stockpile, einer für Dings. Das hier ist, glaube ich, der Essensstock, also für Fleisch und Fisch, und der hier ist für Pflanzen. Das war ein Custom Stockpile. Hier sind, glaube ich, genaues Leder gelagert. Was noch eigentlich? Leder und Sheets. Vier Plant not found. Gucken wir mal kurz, wie unsere Seeds so aussehen. Ob wir mit irgendwelchen Seeds. Wir haben Pigtail Seeds, aber wir haben Pigtail, was wir verarbeiten. Cabbage, Celery, bla bla. Plumpen mit haben wir. Cave Wheat haben wir nur noch zwei. Sweet Pots haben wir 13, das ist in Ordnung. Wir haben keine Rocknuts. Wie sieht's mit Plants aus? Gucken wir das noch schnell nach. Plants. Wir haben sehr viele Plumpems. Wir haben Pigtail, was gut ist. Wir haben Caveweed, Sweetpots. Wir haben Quarry Bushes. Das ist gut. Dimple Cups, ja. Okay. Das heißt, ich muss bald mal wieder im Farmers Workshop Sachen in Auftrag geben. Ja. Gut, aber jetzt würde ich mal sagen, speichern wir hier in unserer Festhalle mal wieder. So. Dumm, die dumm. Und dann machen wir einen Cut. Bis gleich.